Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir mal wieder einen Zuschauerwunsch. Und zwar vom guten Stefan. Wer Stefan noch nicht kennt, er ist der Erschaffer des schönen Retro Panda Solide Siegels. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an dich und auch, dass du immer so schön fleißig kommentierst natürlich. Ich habe euch wie immer bei ihm unten in der Videobeschreibung seinen Twitter und seinen DeviantArt-Account verlinkt. Da könnt ihr ein bisschen rumstöbern, was er so ein bisschen zeichnet. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und an dieser Stelle mal wieder der Aufruf auf euch oder an euch, Gottes Willen. Und zwar, wenn ihr auch Spielewünsche für diese Serie habt, also 8-Bit- oder 16-Bit-Spiele, später also PS1 und so weiter, das ist ja nicht so mein Bereich, dann einfach in die Kommentare und ich landet alles bei mir in einer schönen Liste und das arbeite ich nach und nach mal ab. Aber heute ist Man in Black The Series für den Game Boy Color dran. Ja, und zwar nicht für den Film, sondern für diese Zeichentrickserie. Die ist an mir persönlich ehrlich gesagt so etwas vorbeigegangen. Aber ich würde sagen, schauen wir mal rein. Also der Start ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mal gucken, warum es dich so geärgert hat, Stefan. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Oh, okay, gut. Der Artstil, der ist, naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall Start Game, auf jeden Fall. Das Man in Black Headquarter has been overrun by Loopholes Aliens Cohorts. Okay, also das unsere Zentrale wurde halt überrannt. Oh. Also der grafische Stil ist schon mal gewöhnungsbedürftig, sage ich's mal. Ha, okay, also wir können springen. Ja. Gut springen. Und ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen, ne? Das Springen fühlt sich jetzt nicht sehr direkt an, würde ich sagen. Okay, und wir können schießen. Logisch. Gucken wir mal. Ja. Ah! Gott. Oh, seht ihr das? Sowas ist immer kacke. Okay, das war bei Pocahontas jetzt letztens, war es noch langsamer, aber dieses Umdrehen hier. Okay, also kommen Aliens. Wieso kann ich das nicht treffen? Was? Tot? Also ich habe eine Pistole. Aber ich kann Gegner damit nicht treffen. Logisch! Okay, also drüber springen wahrscheinlich. Zack. Ja, den müsste ich echt bei der Olympiade anmelden, glaube ich. Es kommt aus jedem dieser Dinger jetzt so ein... Oh, wie spannend. Wenn man das erstmal herausgefunden hat... Kann ich hier hochgehen? Nee. Ha! Okay. Da versuchen sie etwas Filmisches zu machen, aber es sieht irgendwie wie... Kennt ihr das? Mal früher hat man sich ja schon mal Filme so als Sicherheitskopie runtergeladen. Und wenn die etwas grenzwertig kodiert waren, also komprimiert waren, dann hatte man teilweise so diese Artefakte in den Videos. Kennt ihr bestimmt, habt ihr irgendwo bestimmt schon mal gesehen. Genauso sah das gerade aus. Also, das hätte der Game Boy Color auch besser hingekriegt. Auf jeden Fall. Oh. Jetzt gucke ich in die Kamera. Aber guck mal, ich kann aber auch. Aber das Problem ist, das sieht zwar so aus, als ob ich jetzt die verschiedenen Richtungen ansteuern würde, aber das scheint so ein Move zu sein. Wenn ich nach oben drücke und schieße, dann schießt er halt so einen Bogen. Das heißt, man kann jetzt nicht gezielt nach schräg rechts schießen oder sowas. Ha! Aber die Gegner kann ich immerhin treffen. Ja, wie hätte ich da jetzt ausweichen sollen? Okay, also aus den Luftschächten kommt anscheinend immer ein Gegner. Okay. Also die Musik geht mir jetzt schon auf den Keks, ehrlich gesagt.
Ah, hier brauchen wir das. Komm, komm. Boah, das lässt sich aber auch so fummelig auslösen. Ah, nee, man muss nach oben und nach links oder rechts hin drücken. Dann macht er diesen Schuss. Warum nicht einfach nach oben und schießen? Oder wie halt, keine Ahnung, Popotector bei dem Spiel wahrscheinlich schon vor 6-7 Jahren gemacht hat. Schräg. Okay, da kommt einer raus. Überraschung. Noch einer. Was auch immer das sein soll. Und schon wieder eine tolle Zwischensequenz. Also richtig gut ist es nicht. Also wir haben schon mal kaputtere Spiele hier gehabt, klar. Hä? Was ist das mit diesem Ball? Guckt euch das an. Das ist ein verdammter Ball mit einem Plus drauf. Also gehe ich mit meinem Gamer-Gehirn natürlich ran. Das wird ein Heil-Item sein. Aber nein, es zerfickt einen. Immerhin stecken die Gegner nicht so viel ein. Ach, die fliegen jetzt auch einfach so. Oh, dieses nach oben schießen ist so scheiße fummelig. Das kann man nie auslösen, wenn man das will. Oh Mann. Und diese Musik. Also am Anfang dachte ich ja, hey, du. Ja? Ich krieg gar nicht so schlecht, aber. Okay. Ach, die Kugel kann ich gar nicht abschießen. Stefan? Ha! Also ganz am Anfang dachte ich, hey, so mies ist das gar nicht. Es war halt natürlich eine Filmumsetzung, da kann man jetzt nicht so viel erwarten. Oder eine Serienumsetzung, ihr wisst schon, was ich meine. Ach, ich kann auch rennen. Aha. Nein! Kann mir wer mal sagen, was diese Scheißkugel soll? Ach, da oben. Oben rechts ist der Lebensbalken. Ich hab mich schon gefragt. Das heißt, ich muss jetzt konstant dieser Kugel irgendwie ausweichen. Vor allem das Rennen, das löst man jetzt immer so aus Versehen. Okay, ein Versuch noch. Aber ich habe das Gefühl, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Aber auch so vom Level-Design her. Eigentlich, man hat hier keine großen Sprungpassagen, wobei ich ehrlich gesagt bei dem Sprungverhalten froh darüber bin, dass wir hier keine Sprungpassagen haben. Weil stellt euch mal vor, hier müsste man jetzt noch millimetergenau irgendwelche Sachen timen. Ne? Das wäre jetzt nicht möglich. Vor allem, wie man sieht, es bietet ja keine Herausforderung. Man weiß hier, sprach er und kassierte einen Treffer natürlich. Klassisch, wie immer halt. Aber die Gegner sind jetzt nicht so anspruchsvoll. Dann renn doch. Ah, komm, ey. Gut, man kann das Spiel besser spielen. Gebe ich zu. Ja? Gebe ich zu. Wie habe ich das denn geschafft? Wie habe ich den denn abgeschossen jetzt? Also den kann man quasi in der Luft abschießen. Ich habe den doch gar nicht getroffen. Was für komische Hitboxen haben die denn? Hä? Hey?
Wieso treffe ich die plötzlich alle? Ich mache doch nichts anders. Okay, gut. Kugeln. Schaffen wir. Schaffen wir. Vor allem frage ich mich, warum kann man diese Kugel hier jetzt umgehen und drüber springen, aber die andere löst quasi vorher aus? Ah, vor allem... Oh, ich wollte es doch gar nicht auslösen. Ich wollte es doch nicht... Auch geil, ne? Ich fange an. Ja, so schlimm ist das gar nicht. Und keine 10 Minuten später bin ich hier am Fluchen ohne Ende, ey. Ich kann auch im Rennen schießen. Ja, komm her, Kugel. So. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, jetzt halten sie zwei Treffer aus. Es wird schwerer, aber das Level-Design wird nicht mehr ansatzweise besser. Ich laufe nur und ab und zu kommen Gegner. Das zu dieser monotonen Musik und zu dieser blöden Animation, ey. Es gibt keine Waffen-Upgrades, vielleicht später, keine Ahnung. Kannst mir doch nicht sagen, dass das hier toll ist, ey. Selbst wenn ich Fan der Serie ist. Boah, ich wette, wenn ich heute Abend schlafen gehe, habe ich diese Musik im Kopf, ey. Mann, ey. Ha! Ja, komm. Ey, komm. Oh. Ich geb auf. Ich geb auf. Nee. Ein würdiger Kandidat, Stefan. Ein würdiger Kandidat auf jeden Fall. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie gesagt, wenn ihr auch solche Spiele habt, die euch irgendwie gequält haben, die ihr als richtig mies im Kopf habt, lasst mich da ruhig einfach mal mit euch durchleiden, dann geteiltes Leid ist halbes Leid. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss!